Bevor wir eine C14-Messung an einer Probe vornehmen können, muss diese Probe zunächst einmal aufbereitet werden. Diese Aufbereitung hat zum Zweck, Verunreinigungen zu entfernen. Das können Verunreinigungen sein, die man makroskopisch oder mikroskopisch sehen kann. Das können Textilfasern sein, das können Pflanzenfasern wie Durchwurzelung sein. Das können aber auch organische Substanzen sein, wie sie aus der Pflanzenverwitterung stammen, die dann eben chemisch entfernt werden muss. Organische Materialien werden in der Regel mit einer sogenannten Säure-Lauge-Säure-Extraktion aufbereitet. Die Säure-Lauge-Säure-Extraktion soll zum einen Carbonate, die an organischen Proben, die im Boden gelegen haben, anhaften, entfernen. Die Säure wie auch die Laugenextraktion soll sogenannte Fulvin- und Huminsäuren, das sind Verwitterungsprodukte aus der Pflanzenverwitterung, ebenfalls entfernen. Diese Produkte können eben eine Alterssignatur aufweisen, die entweder jünger oder eben älter ist als die unbekannte Probe selber. Und ohne diese Entfernung derartiger Substanzen kann eine Probe entweder zu alt oder zu jung gemessen werden und dementsprechend muss das vorher korrigiert werden. Es gibt natürlich auch Proben, wie sie zum Beispiel aus Museumssammlungen stammen, die konserviert worden sind. Das heißt, sie sind behandelt worden mit Substanzen, die den Zerfall dieser Materialien verhindern sollen. Viele dieser Konservierungssubstanzen sind hergestellt worden aus petrochemischen Produkten. Petrochemische Produkte, also Erdölprodukte, sind so alt, dass sie keinen Kohlenstoff mehr enthalten. Und wenn ich diese Produkte nicht entferne, dann können unbekannte Proben natürlich zu alt gemessen werden. Das heißt, hierfür wären dann zum Beispiel eine Lösemittelextraktion erforderlich, mit unterschiedlichen Lösemitteln zu versuchen, derartige Substanzen zu entfernen. Wenn jetzt eine Probe aufbereitet worden ist, dieser Prozess abgeschlossen ist, dann wird eine Menge eingewogen, die sicherstellt, dass wir in etwa 1 Milligramm bis 3 Milligramm Kohlenstoff am Ende bekommen. Das Material wird in sogenannte Quarzampullen hier überführt und zusammen mit Kupferoxid und Silberwolle an eine Vakuumanlage angehängt, unter Vakuum gesetzt und abgeschmolzen. Anschließend wird so eine Quarzampulle in einem Ofen bei 900 Grad für 4 Stunden verbrannt. Diese hohen Temperaturen sind halt erforderlich, um eben auch temperaturresistente organische Verbindungen aufzubrechen. Das Kupferoxid liefert dann bei dieser Verbrennung den Sauerstoff, den erforderlichen. Das heißt, bei diesen hohen Temperaturen wird aus dem Kupferoxid Kupfer und Sauerstoff, der dann eben diese organischen Verbindungen zu CO2 aufoxidiert. Nachdem wir den Probenkohlenstoff zu CO2 umgewandelt haben, also entweder durch Verbrennung oder eben durch Hydrolyse mit Säure für Carbonate, wird das Proben-CO2 anschließend unter Vakuum freiggesetzt und in solche Gasampullen wieder aufgefangen. Und dieses Proben-CO2 kommt dann anschließend an eine sogenannte Graphitisierungsanlage, wo aus dem Proben-CO2-Gas Proben-Kohlenstoff in fester Form wiederhergestellt worden. An diesen Anlagen hier wird aus dem gasförmigen CO2 elementarer, fester Kohlenstoff produziert. Das heißt, das CO2 wird zusammen mit Wasserstoff unter Zuhilfenahme eines Eisenkatalysators und eines Ofens elementarer Kohlenstoff und Wasser hergestellt. Der Kohlenstoff liegt am Ende dann in Form von Graphit-Ummantelung um Eisenpartikel vor, die dann gemessen werden können. Am Ende dieser gesamten Prozesskette der Probenaufbereitung steht ein Eisengraphitgemisch, welches in so einen Aluminiumhalter eingepresst wird. Diese Aluminiumhalter, sogenannte Targets, werden hier in so einem
Probenrad angeordnet. In so einem Probenrad befinden sich unbekannte Proben und bekannte Proben, sogenannte Standards, gegen die diese Messung dann erfolgt. So ein Probenrad kommt dann in diesen Kasten hier rein und jedes einzelne dieser Aluminiumhalter, dieser Targets, wird von diesem Kasten dann einzeln in eine sogenannte Ionisierungsquelle hineingeschoben. In dieser Ionisierungsquelle wird das Probenmaterial, das Eisen-Graphit-Gemisch, mit Cäsium-Atomen bombardiert. Bei diesem Bombardement werden Atome rausgeschleudert, die nehmen sich ein Elektron mit und werden damit elektrisch geladen. In dieser Ionenquelle werden geladene Teilchen hergestellt, also Kohlenstoffatome, die elektrisch geladen sind, weil sie ein Elektron mitgenommen haben. Diese unterschiedlichen Kohlenstoffisotope mit der Masse 12, 13 und 14 werden dann über eine elektrische Spannung beschleunigt und in die eigentliche Beschleunigeranlage, das ist der dahinter liegende Tank, dann eben hineinbeschleunigt. In dem Tank selbst befindet sich eine Spannung von 2,5 Millionen Volt. Das heißt, diese elektrisch geladenen Teilchen werden mit 2,5 Millionen Volt beschleunigt. Im Zentrum des Tanks befindet sich ein Edelgasvorhang. Beim Hindurchfliegen der elektrisch geladenen Teilchen wird ihnen Elektronen abgestreift und es findet eine Ladungsumkehr statt von negativ geladenen Teilchen zu positiv geladenen Teilchen. Und diese Teilchen werden dann ein zweites Mal beschleunigt aus dem Tank heraus. Am Ende kommen hier sehr hochbeschleunigte Teilchen heraus, C12, C13 und C14, und durchlaufen dann hier einen sogenannten Analysemagneten. Dabei wird über diesen Magneten die Masse aufgeteilt, das heißt, die Massen 12, 13 und 14 werden unterschiedlich stark durch das magnetische Feld abgelenkt und können dann separat voneinander gemessen werden. C12 und C13 können direkt als Strom gemessen werden und C14 durchläuft noch einen weiteren Weg, bis es am Ende hier direkt gezählt werden kann. Die Messgenauigkeit einer C14-Messung entspricht für eine nicht ganz so alte Probe plus minus 30 Jahren, plus minus 25 Jahren. Für ältere Proben ist das entsprechend mehr. Allerdings muss so ein C14-Alter auch immer wieder in ein Kalenderalter übersetzt werden und bei dieser Übersetzung nimmt natürlich die Unsicherheit zu. Das heißt, es gibt durchaus Unsicherheiten, die mal plus minus 100, plus minus 200 Jahre für Proben betragen kann, die rund 2.500 Jahre alt sind.